Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem The Binding Blade. Wir befinden uns hier am Ende von Kapitel 4, haben beim letzten Mal Erik noch auseinandergenommen, das haben wir irgendwie hingekriegt. Ich würde Lot ganz gerne gleich noch heilen lassen und halt auch Shanna und Ellen und Rutger, dass Clarine die einmal alle durchreilt. Ansonsten ist das nämlich verschwendete EP für sie. Dann kann sie hier gleich noch mal ein bisschen durchheilen. Ist zwar egal, weil unsere Einheiten eh wieder volle KP haben am Ende der Runde, aber sie kann jetzt heilen, um noch ein bisschen EP zu generieren. Und das sollte ja eigentlich auch relativ schnell gehen. Noch ein Hielchen hier. Ist sie gleich bei 42 EP müsste sie sein. Und vorher war sie am Anfang des Levels. Also sie hatten quasi jetzt schon halbes Level dazu gekriegt, dadurch, dass wir sie hier die ganze Zeit durchrennen lassen. Na, 44. Noch irgendwer? Ach komm schon, irgendwer braucht heute noch einen hier. Shanna könnte noch einen gebrauchen. Vielleicht kriegt Clarine also noch ein Level up. Das ist zwar die ultimative Heilungsverschwendung oder Pflegeverschwendung. Aber wie gesagt, es gibt EP. Und wir müssten eigentlich auch bald Pflege kaufen können. Dürfte jetzt nicht mehr lange dauern. So, noch eine Pflege hier. Dann können wir Shanna den 1 KP gleich noch heilen. Dann hat Clarine fast ihr Level up. Und der Pflegestab ist dann weg. Wobei, eigentlich hat Markus den hier ein bisschen mehr verdient. So, jetzt ist der Pflegestab weg. So, jetzt sind wir von am Anfang des Levels oder am Anfang von Level 2 zu, oh, in 2 Heals ist sie auf Level 3. Die 2 Heals kriegen wir nicht noch irgendwie zusammen, ne? Also wir hätten hier mit Shanna ein, aber das war's, glaube ich, ne? Ja, das war's. Boss haben wir gar nicht benutzt, ne? Ja, das war's. Aber gut. Wir spielen ja nicht auf Rank. Das ist ja egal. So, jetzt ist sie von, oh, ich war am Anfang von Level 2 zu, oh, ich brauche nur noch einen hier, dann bin ich Level 3. Hat sich, glaube ich, gelohnt. Das Roy, Lahos übrige Soldaten ziehen sich zurück. Vielen Dank. Teilt allen mit, dass sie sich erholen sollen. Ja, Milord. Roy, geht es euch gut? Ich hätte nie damit gerechnet, dass sich Lord Erik gegen Lucia stellen würde. Ich dachte, das Band der Allianz von Lucia wäre wesentlich stärker. Feiges Biran. Solche hinterlistigen Strategien. Verzeihung. Oh, tut mir leid. Ich habe dabei gar nicht an euch gedacht. Nein, ihr behaltet recht. Wir werden weiter Richtung Westen nach Ositia marschieren. Doch jetzt wissen wir, dass man den Andamaki nicht trauen kann. Ohne Lord Hector glaube ich, dass es kein friedliches Ende geben könnte. Prinzessin, wollt ihr zurück nach Biran? Wenn ihr etwas benötigt? Nein, falls es keine Bürde ist, würde ich gerne bei euch bleiben. Eine Bürde? Keineswegs. Aber warum wollt ihr hier bleiben? Mein Bruder liegt falsch. Er zieht die Drachen in einen Krieg der Menschen. Falls er denkt, so die Welt befreien zu können, muss er aufgehalten werden. Die Welt befreien? Ja. Schon immer war er besessen davon, die Welt zu befreien. Er meinte, dass das der Grund für diesen Krieg wäre. Was meint er damit? Das weiß ich nicht. Mein Bruder ist nicht so machtgierig, dass er die Welt erobern möchte. Ich denke, er hat fest daran geglaubt, was er in Iliba anrichtet. Doch das entschuldigt noch lange nicht die Gewalt, die er dabei anrichtet. Prinzessin Gwenevere. Und damit auf ins nächste Kapitel. Maki Laos hat mit Biran gegen seine Verbündeten aus Lucia gehandelt. Roy stellt fest, dass er den Anführern seiner Heimat Lucia nicht mehr trauen kann. Auf dem Weg nach Ositia durchquert Roy einen verdächtigen Bergpfad.
Kapitel 5 Fire Emblem. Boss! Unsere Jungs haben das Dorf ausgekundschaftet. Dann krallen wir uns unsere Beute. Aber Boss, die Lage sieht heute anders aus. Da ist eine Armee ganz in unserer Nähe. Sie sehen wie die Armee von Lycia aus. Wer meint das? Lycia? Dann kann uns das egal sein. Die wurden sowieso vom Piran fast ausgelöscht. Ein paar angeschlagene Soldaten sind auch kein Problem. Genau, Boss. Bestimmt haben sie sogar ein paar Wertsachen. Gib trotzdem Acht. Bereit? Dann machen wir denen die Hölle heiß, Jungs. Ein Dörfler möchte mit euch sprechen, Lord Roy. Hilda, wartet eine Sekunde. Seid ihr Lord Roy von Haus Ferre? Ja, wie kann ich euch helfen? Mein Lord, ich flehe euch an. Bitte befreit uns von diesen Banditen, die unser Dorf terrorisieren. Banditen? Es gibt eine Gruppe von Banditen, die sich beim Schloss in der Nähe der Klippen eingenistet haben. Wo sind die Schlosswachen? Sie flohen, als sie von Lycias Niederlage gegen Piran gehört haben. Wir Dörfler waren plötzlich auf uns allein gestellt. Seitdem verbringen wir unsere Zeit mit Angst vor Angriffen vor Banditen. Wir können niemanden sonst fragen. Bitte steht uns bei. Lord Roy, wir müssen mit unserem Marsch nach Ozithia fortführen. Ja, das ist mir bewusst. Aber wir können nicht einfach Menschen in Not ignorieren. Ihr beliebt zu scherzen. Ihr werdet uns helfen? Vielen Dank. Bitte macht Gebrauch von dem Tor im Westen. Das führt euch direkt zum Schloss. Vielen Dank. Ich sorge dafür, dass das Tor geöffnet wird, wenn ihr das Signal gebt. Melinus, wir gehen zu diesen Banditen und vertreiben... zu diesem Schloss und vertreiben die Banditen. Das Feuer der Jugend. Woher kommt es bloß? Tja, da wären wir schon im nächsten Kapitel. Also, wir können dieses Tor hier öffnen. Das öffnen wir, indem wir hier einfach jemanden abstellen. Dann gibt es eine kleine Zwischensequenz, das Tor wird aufgemacht. Das Ding ist, wenn wir hier jemanden hinstellen, haben wir zwar einen Choke Point. Allerdings kommen diese ganzen Einheiten dann auf uns zugerannt. Das ist vielleicht was für später, aber vielleicht sollten wir erstmal hier lang gehen. Machen wir uns auf den Weg. Das sind Banditen mit Äxten, also sollten wir mit Schwertern dagegen vorgehen. Oh. Lance, wie geht es eurem Schwertarm? Oh, ich glaube, das eurem sollte vielleicht groß geschrieben werden. Weder gut noch besonders schlecht, Ellen. Ihr bewahrt wie immer einen kühlen Kopf, verstehe. Letztens mag ich im Rückstand gewesen sein, doch nicht heute. Sieh nur, was ich kann, Lance. Natürlich sehe ich zu. Wir lernen nur voneinander. Ich glaube jedoch nicht, dass ich mich auf dein Level herablasse. Na, sieh mal einer an. Ich freue mich schon auf unser Training, wenn der Kampf vorbei ist. Ich bin nur weg. Haltet besser mit. Da die zwei halt mehr Movement haben, als der Großteil des Rests der Truppe, macht es eigentlich Sinn, dass wir die beiden supporten. Die werden häufig in Reichweite sein. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Na gut, er kann da nicht rüber. Ich meine, vielleicht trifft's ja. Sind immerhin EP, ne? So, wir können Deke hier eigentlich stehen lassen, dass er dann quasi die Party später crasht. Hier kann man sogar Chat einigermaßen gut gebrauchen. Hier gibt es ziemlich viele Wälder, auf denen wir ihn stellen können. Wenn er dann auf diesen Wäldern steht, ist er ja relativ immun. Ich sage bewusst relativ. Außerdem gibt es hier oben einen Händler. Vielleicht können wir da einen neuen Pflegestab kaufen. Das wäre halt klasse. Was hat Boss für eine 3? Was haben die? 6. Werden die runtergezogen? 12? Oh, nö. Tja, Boss hat leider das Pech, dass er immer so hinterherjuckelt, ne? Das ist halt nicht so gut für ihn. Oh, er kommt ran. Also, ich muss sagen, ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn sie jetzt daneben gehauen hätte.
Wir warten erstmal, bis da die Einheiten abziehen. Vielen Dank, Dorothy. Bitte erzählt auch Bruder Saul davon. Das werde ich, Vater Yoda. Aber wohin ist Saul jetzt schon wieder verschwunden? Wie soll ich ihn beschützen, wenn er immer zu verschwindet? Bruder Saul, ich schätze euer Angebot, aber nicht heute Nacht. Komm schon, nun seid doch nicht so. Wir setzen uns bei nächtlicher Finsternis ans Feuer und ich beruhige euch mit meinen sanften Predigten. Da steckst du also, Saul. Na großartig, Dorothy. Ich gehe jetzt lieber. Nein, geht nicht. Grundgütiger, sieh nur, was du angestellt hast, Dorothy. Dein Gesichtsausdruck muss sie vertrieben haben. So schaue ich immer. Saul, du solltest aufhören, jede Frau für dich gewinnen zu wollen. Wenn du das sagst, klingt das immer so mies. Ich biete armen Seelen doch nur meine Hilfe in Not an. Warum willst du dann jederzeit Predigten nachts halten? Mal abgesehen davon, gibt es einen Grund, meine tolle Arbeit zu unterbrechen? Oh, stimmt. Die Armee Lysias soll sich ganz in der Nähe befinden. Wirklich? Ist Prinzessin Gwendolyn noch immer bei Ihnen? Wenn die Berichte der Elimin-Kirche stimmen, dann ja. Müssen unverzüglich los. Wir treten ihnen bei. Stimmt etwas nicht, Dorothy? Du willst doch nur beitreten, weil Prinzessin Gwendolyn so bezaubernd sein soll. Sei nicht albern. Kommt schon, beeil dich. Gut, gehen wir. Tja, sie gehen zwar in unsere Richtung, aber sie gehen straight an uns vorbei, denn wie ihr seht, sind sie weg. Da haben wir 9. Wir können gleich einen Heal haben. Ich hätte auf die Trefferquote achten sollen. Ich habe nur gesehen, dass sie doppelt. Entschuldigung, das war mein Fehler. Naja. Hier stellen wir da gleich einen hin. Ja, dann passt das. Das müsste klappen. Natürlich trifft er. Wir haben gerade mit 48 zweimal daneben gehauen, aber er trifft. Können wir da nämlich Lou hinstellen? Weil eigentlich will ich Lou da hinstellen. So, kann er sich das EP-Bombönchen holen. Und sein Level up. Tja, hat sich gar nicht mal gelohnt. Sie ist zwar nicht full life, aber Clarine hat ihr Level up. Also ich wünschte echt, Lou hätte das Level up bekommen. So, die beiden stehen hier mit in unserem Support. Da kommt keiner so schnell vorbei. Rücken wir mal ein bisschen näher. Elle kann eigentlich hier bleiben. Dann hat Deke notfalls einen Heiler, wo er zurückgehen kann. So, Markus kann da auch bleiben. Dann hat Deke es ein bisschen leichter, falls wir da chokepointen. Wow! Ellen doppelt! Was ist denn da passiert? Lag wahrscheinlich daran, dass der Typ eine Stahlaxt hatte. Er hat Speed bekommen! Hurray! Jetzt ist er schnell wie der Wind. Na gut, vielleicht nicht schnell genug, um Söldner zu doppeln, aber... bestimmt schon schneller als vorher. Wie einfach allen ausweicht. Sehr gut. Können wir die gleich in der Player-Phase fertig machen. So, wir wollen sie fertig machen. Ist gar nicht so einfach mit dem Fertigmachen. Ich würde schon gerne ein Level abgeben, tatsächlich.
Ich sollte sie vorher heilen. Sonst muss Clarine gleich auch so weit nach vorne. Eigentlich wäre es schlauer gewesen, sie hinterher zu heilen. Für den Fall, dass wir in den Nahkampf gehen. Ne, aber bei 81 geht nicht mal davon aus, dass sie trifft. So, Level up für Shanna. Oh, Verteidigung. Nice. Wir müssen uns dann aber mal ein bisschen auf die da Acht geben. Tja, für die Rechtsseite immer noch nicht. So, oh, Rutger kriegt das hin. Für ihn ist das kein Problem. Naja, der hier ist ja schon vorgeschwächt. Das muss der sein, den Shanna am Anfang vorgeschwächt hat. So. Apropos, Shanna muss ein bisschen auf die hier aufpassen mit ihrem Bögen und ihrer hohen Reichweite. Können die echt gefährlich werden. Okay, er hat nur eine normale Stahlaxt. Kannst du mal da hinstellen. Kriegst du gleich noch einen Heal dazu. Oh, ich hätte den Reiper da abrüsten sollen. Es tut immer weh, eine Nutzung davon zu verlieren. So oft haben wir den ja nicht. Und die so, wen interessiert das Tor? Wir gehen einfach über den Berg. Nika wollte sich mal snacken. Tut ihm vielleicht ganz gut. So, dann... Ellen kriegt ihn hier. Mal gucken, dass wir uns irgendwie um die Nomaden da kümmern. Na, das kriegen wir doch bestimmt auch anders hin. Vielleicht auch nicht. Schau ich mal da hin. Tada. So, können wir den jetzt irgendwie aus dem Leben hauen? So wird ein Schuh draus. Gut, damit wäre Shanna erstmal wieder sicher. Und damit du nicht ganz ohne dastehst, tada, und schon hat er wieder ein Eisenschwert ausgerüstet. Tja, zum Doppeln reicht es immer noch nicht, ne? Ich dachte, jetzt mit dem Speedpunkt würde er sie endlich doppeln. Wie viel fehlt denn? Er hat 7, die haben 5. Na gut, da fehlt noch ein bisschen was. Tja, ich hätte Luke in die EP gegeben, aber kommt da halt nicht ran, ne? Das geht ganz genau auf. Natürlich trifft sie nicht. Gut, dafür trifft er auch nicht. Das ist fair. So, kann Roy den besiegen? Roy kann ihn schon mal vorschwächen. Ach, wie süß, mit seiner Trefferquote von 1. So, er kommt da ja nicht weiter. Das ist schon mal gut für uns. Das ist eigentlich auch voll das Filler-Kapitel. So storymäßig passiert hier halt echt nicht so viel. So, wie sieht's hier bei denen aus? Die Wurfbeile.
Vielleicht kann Chatter noch ein bisschen EP abstauben. Interessant, dass er auf Roy geht und nicht auf Shanna. Shanna hat, ist im Waffendreieck Nachteil. Also würde ich halt davon ausgehen, dass die darauf gehen. Aber gut, wer bin ich schon? Kommt die genau gleich weiter, nein. So. Kann Lenz mal kurz das Dorf hier besuchen? Haltet ein! Bevor ihr geht, nehmt diese Lanze. Sie wurde einst vom Ritter Sir Gant gehalten. Die Geschichte besagt, dass er viele Gegner mit dieser Lanze besiegt hat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer Gant ist. Gant ist ein Charakter aus den Fire Emblem 6 Manga Hashano Tsurugi. Der da vorkommt. Gibt drei Waffen, die es hier im Spiel gibt, die mit dem Manga zu tun haben. Und Gants Lanze ist halt eine davon. Die ist relativ gut. Quasi eine etwas bessere Stahllanze oder mehr halt. Oder fast genau wie eine Stahllanze. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Werte von einer Stahllanze sind. Aber auf jeden Fall ähnlich gut. So halt entweder ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Dann können wir mit unserem Verein hier ein bisschen weiterziehen. Der Söldner sollte gleich auf Shanna gehen. Und entweder besiegt sie den oder überlebt das. Kommt drauf an, ob sie doppeln kann oder nicht. Jedenfalls, wenn sie halt den nicht besiegt, kann sich vielleicht wer anders die EP holen. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. So, wie geht's hier unten jetzt weiter? Und die geht in den Angriffsmodus. Ich meine, das ist eigentlich nicht schlecht, dann sind die hier auch schon mal weg. Und um den kann er sich dann gleich kümmern. Die bewegen sich gar nicht. Können wir denen vorher irgendwie 10 KP Schaden machen? Nee. Das ist doof. Muss Ellen halt treffen. Tut er nicht. Vielleicht hat Lenz ja mehr Glück. Jetzt geht's auf. Tata. So, hier unten ist noch Dick. Versuchen wir ihn mal so zu besiegen. Der steht halt auf dem Berg, der Bandit. Ne? Wir müssen eigentlich gleich mal ein bisschen zurückgehen. Hier, Markus, komm mal kurz baiten. Und der Rest rückt wieder weiter vor. Ihr kennt die Geschichte. Wir könnten Gants Lanze eigentlich an Shanna weitergeben. Die Lanze hat einen relativ hohen Angriffswert. Ist leider auch ziemlich schwer. Ich glaube, 10 hat die. Das dürfte Shanna mit ihrem 14 Speed nichts ausmachen. Aber halt, damit können wir ihren geringen Stärkewert vielleicht ein bisschen kompensieren. Wie er einfach da aufs Tor klettert. Ja, da kommen wir da nicht ran. Stellen's mal. Wer kommt denn er?
stellen wir uns da hin. Dann stellt er sich gleich hier hin. Dann können wir ihn einfach erledigen. Also wie gesagt, Shanna muss ein bisschen auf den da aufpassen. Also dass sie halt nicht, jetzt nicht weitergehen. Sonst mal zurück, ein bisschen Platz machen. Kann sie da hin? Ja, da kann sie hin. Sie kann sich eigentlich auch hier hinstellen. Dann ist sie den anderen gar nicht im Weg. Ist halt praktisch, wenn man Terrain nutzen kann, das andere nicht nutzen können. Oh, Rüdger steht mir da ein bisschen zu gefährlich. Ist halt schon ein Unterschied, ne? Aber was machen wir mit ihm? Stell Rüdger da rein. Und Level up für Rüdger. Irgendwie ist das ein typisches Myrmidon-Level-Up. Ich kann mir nicht helfen. Okay, triff jetzt. Geht doch. Hau ihn um. Sehr gut. Dann steht ja nur noch der eine. Wieder KP und Fähigkeit. Okay, der hier kann nur auf einen von den beiden gehen. Und er hier wird wahrscheinlich auf Rüdger gehen, weil Rüdger nicht kontern kann. Dann steht der Rest aber nah genug dran, um ihn dann beim nächsten Mal zu erledigen. Okay, irgendwen hier. Sieht nicht so aus. Alle sind sehr glücklich. Könnte es auch anders sein. Na los. Komm da runter. Naja, ein paar EP werden Roy sicherlich auch gut tun. Okay, der ist jetzt fällig. Und da haben wir auch schon ihn. Perfekt. Dann haben wir ja nichts mehr zu befürchten. Das wär's. Oh, ich wollte gar nicht auf ihn werfen. Naja, er hat trotzdem getroffen. Kann Roy ihn erledigen? Ich meine, das wäre richtig toll. Es wäre zu schön gewesen. Naja, Volt hat, glaube ich, eine höhere Treffgenauigkeit. Naja, also so sehr viel. Eigentlich ist Royce höher. Und trotzdem hat Volt getroffen. Natürlich. Mal sehen. 9 mal 2. Ja, mit der Lanze kann sie halt nicht doppeln. Also ist für sie eine Eisenlanze immer noch besser. Natürlich trifft sie mit 80 nicht. Sind wir hier wieder bei Fates gelandet, oder was? So, jetzt ist er auch weg. Guti, dann würde ich aber sagen, wir machen an. Moment, den nehmen wir noch mit. Das ist mir ein ganz dringendes Bedürfnis. Die auch. Tada. Gut, jetzt machen wir mal eine klitzekleine Pause. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Dann können wir mal gucken, was wir hier alles anstellen werden. So viel haben wir ja nicht mehr für uns. Und dann ist das Kapitel auch schon abgeschlossen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.